Hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video in Tobis Hardware-Ecke. Heute dreht sich alles um RDNA 3, aka 7900 XT und 7900 XTX. Und wer sich jetzt denkt, okay, die 7000er-Reihe gab es schon mal. Ja, die gab es schon mal und das waren auch echt gute Karten. Könnt ihr euch vielleicht daran erinnern, also die Älteren zumindest von euch, die 7970 oder die 7950. Ist lange, lange her, wie gesagt. Und heute gibt es mal meine und Reus Meinung zu den neuen Grafikkarten, was AMD da so präsentiert hat. Und Reus Meinung gibt es ganz am Ende, weil es nur Ton ist, ohne Bild. Und dementsprechend könnt ihr euch das Ganze nochmal am Ende anhören, falls euch das interessiert. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen des Videos. Ja, die Präsentation von AMD war sehr überzeugend, würde ich sagen. Klar, Marketinggeblubber haben wir immer, sei es bei Nvidia, Intel oder AMD. Und schaut euch auch gerne mal auf der AMD-Seite um. Hier seht ihr auch nochmal die Vorteile der RDNA-3-Architektur. Gehe ich jetzt aber hier nicht drauf ein. Müssen wir mal gucken, was das Ganze so bringt. Im Raytracing sollen es ja 50% mehr Leistung sein und bei allen anderen Dingen 50 bis 70%. Das, was ich zumindest gesehen habe in den Balken. Schauen wir uns gleich auch nochmal kurz an. Und falls das Ganze so kommt, ist es natürlich super. 50% ist aber dann noch nicht so weit, dass wir an die Nvidia-Karten rankommen, also an die 40er-Karten, muss man dazu sagen. Sie werden wahrscheinlich gleich aufziehen mit den RTX 30-Karten, vermute ich einfach mal. Müssen wir einfach mal abwarten, das ist Spekulation meinerseits. Und die internen Benchmarks, naja, die kann man auch nicht immer so für voll nehmen, weil es irgendwie irgendwo Cherry-Picking ist. Ihr kennt das Ganze ja, macht Nvidia und Intel nicht anders. Ja, ansonsten, ihr seht ja, der Aufbau ist ein bisschen anders. Wie es sonst war, sind jetzt auch Chiplets, so wie es bei den Ryzen-Prozessoren schon etwas länger ist. Müssen wir mal gucken, wie sich das Ganze so schlägt und ob es am Anfang da Probleme mit den Treibern und Spielen geben wird. Das Ganze muss natürlich irgendwo angepasst werden. Ansonsten AV1 werden wir haben, das ist schon mal gut. Hat Intel bei seinen Grafikkarten und Nvidia auch bei den neuen. Das ist also ja, nichts Neues im Endeffekt, nur bei den AMD-Karten dann. Hier sehen wir auch mal das Design der Karten, das gefällt mir wirklich gut. Ich bin mal gespannt, was das Ganze kühlertechnisch so bringt. Die Karten werden ja nicht so viel verbrauchen. Was den Stromverbrauch angeht, finde ich das schon mal super. Muss man einfach sagen, es ist nicht so eine hohe Stromaufnahme, wie es bei Nvidia ist, also bei der RTX 4090. Man muss aber dazu sagen, oder ich spekuliere einfach mal, dass rein leistungstechnisch, wenn wir das Ganze auf den gleichen Punkt oder gleichen Nenner bringen, dann wird Nvidia hier auf jeden Fall vorne liegen. Zumindest mit der 4090, wenn ich die auf 355 Watt bringe, wird die auf jeden Fall, zumindest meiner Meinung nach, noch schneller sein. Vielleicht hier und da mal nicht, aber grundlegend schon. Aber wie gesagt, müssen wir noch mal abwarten. Dann können wir uns hier das Ganze mal bei AMD angucken. Hier seht ihr dann auch noch mal die Benchmarks, die gemacht wurden. Ist natürlich die Frage, mit welcher CPU, das habe ich mir jetzt hier nicht angeguckt. Wahrscheinlich mit einer AMD-CPU. Würde mich wundern, wenn es mit der Intel-CPU war, obwohl AMD auch schon mal den Weg gegangen ist und das Ganze damit präsentiert hat. Ja, verglichen wird immer mit der 6950 XT. Man muss aber dazu sagen, AMD hat sich mittlerweile geäußert und gesagt, sie wollen ihre Karten eher vergleichen mit einer 4080 16 GB. Und ich denke mal, die 7000er XTX wird auch da rankommen. Preis-Leistungstechnisch ist sie natürlich deutlich besser, muss man einfach so sagen. Aber, genau, ihr hört es schon, aber man muss erstmal abwarten, wie der Straßenpreis sich so etablieren wird und was auch die Konkurrenz macht. Vielleicht senkt ja Nvidia nochmal den Preis, obwohl sie das in der Vergangenheit nicht wirklich oft gemacht haben. Ansonsten müssen wir mal gucken, was FSR 3 bringt. Kann natürlich sein, dass das einen großen Fortschritt bringt. Die Techniken, die dahinter sind, also dass wir DisplayPort 2.1 haben, ist schon mal super. Da sind sie auch quasi Nvidia überlegen, auch dass PCI Express 5.0 am Start ist. Aber man muss auch sagen, die AMD-Karten werden das Ganze nicht befeuern können. Gehe ich zumindest stark von aus. Kommt aber allerdings aufs Spiel an. Für die ganzen E-Games-Zocker, da wird es natürlich was bringen, wenn man mit geringer Auflösung spielt. Und oder was heißt geringer Auflösung? Mit einer hohen Auflösung, aber geringer Grafik. Dann könnte es natürlich sein, dass das einen gewissen Vorteil bringt. Müssen wir auch abwarten. Und ja, dass in der Präsentation dann quasi das Ganze so präsentiert wurde, ja, mit FSR 3 ist alles viel besser, ist halt immer so eine Sache. Gucken wir uns mal hier gerade die 7900 XTX an. Wie gesagt, die Software, die da kommen soll, die kommt 2023. Die ganzen Technologien. Und was hier die
Spezifikationen angeht. Basisfrequenz, gut, die wird hier mit 1900 MHz angegeben, ihr wisst es aber selbst, wird höher sein. 61 Teraflops, das ist natürlich weniger wie bei den Nvidia-Karten, aber immerhin. Was ich super finde, ist, dass wir 24 GB Speicher haben und dass das Ganze mit 384 Bit angebunden ist. Ja, der Cache ist generell ein bisschen weniger, zumindest der Infinity Cache. Leider wird auch nur auf GDDR6 zurückgegriffen, aber das ist wahrscheinlich günstiger. Dadurch kommt auch der günstigere Preis zustande. Aber die Bandbreite ist meiner Meinung nach noch hoch genug. Effects Memory, die Bandweite sind 3500 GB die Sekunde, finde ich auch in Ordnung. Beziehungsweise ist gut. Die Größe der Karte sehen wir hier auch nochmal. Ja, ist es eine kleinere Karte, aber es wird auch große Karten geben. Hat ja Asus zum Beispiel mit der TUF Gaming 7900 XTX gezeigt oder auch XT. Die werden ähnlich groß sein oder genauso groß wie die 4090 Modelle. Und das sorgt natürlich dafür, wenn man nicht so eine hohe Leistungsaufnahme hat, dass das Ganze deutlich kühler ist und auch leiser wahrscheinlich. Ein Typ-C-Anschluss gibt es übrigens auch noch, wer ihn braucht. Sei mal dahingestellt, ob ihr darüber einen Monitor anschließt, aber ihr habt die Möglichkeit. Bei einer Nvidia-Karte habe ich das auch schon getestet, da kann man auch eine Festplatte drüber anklemmen und so weiter und so fort. Wir können uns auch gerne nochmal die 7900 XT angucken. Die hat natürlich weniger Speicher, da würde ich schon empfehlen, dann eher die 100 Dollar, beziehungsweise es werden dann vielleicht 150 Euro mehr sein zur 7900 XTX. Die würde ich schon drauflegen, man hat mehr Speicher und natürlich auch mehr Recheneinheiten. Der Takt ist dann auch ein bisschen höher. Ihr könnt es euch mal überlegen. Könnt ihr auch mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr dazu denkt. Was natürlich auch so eine Sache ist, die gut ist, was Nvidia, beziehungsweise ich sag schon Nvidia, was AMD auch betont, dass ihr nicht ein neues Gehäuse braucht, weil die Karte so groß ist, kein neues Netzteil, keinen anderen Stromanschluss. Das braucht ihr nicht, weil es sind nur 2x8-Pin vorhanden, zumindest bei den Karten von AMD selbst. Bei den Asus, bei der Asus-Karte, bei der TUF Gaming haben wir 3x8-Pin, aber das sollten die meisten von euch auch noch hinbekommen. Wenn wir uns hier in der Präsentation nochmal anschauen, wie viel Mehrleistung vorhanden sein soll, dann sehen wir natürlich, dass FSR hier richtig hervorgehoben wird. Wenn wir mal FSR ausblenden, das ist ja dann hier unten das dunkelrote und das dunkelgraue, dann sehen wir, ja, dass es so 50-60% sind und AMD sagt ja selbst, dass bis 1,5 bzw. 1,7-fach das Ganze schneller sein soll. Und was ich euch auch noch hier zeigen möchte, ist, hier wird mit 8K-Gaming geworben. Aber dann spielt man das Ganze mit FSR. Weiß ich nicht, ob das so richtig ist. Wenn wir generell mal schauen, 8K-Gaming, dann wird es natürlich nicht ausreichen. Das muss man definitiv sagen. Ich weiß es ja selbst, mit der 4090 bin ich bei 8K, weiß ich jetzt in Call of Duty Modern Warfare 2 2022. Ja, so bei 60, 70 FPS, je nach Szene auch vielleicht mal weniger oder mal ein bisschen mehr. War Thunder, ja, das kann ich mit 8K spielen. Aber es ist jetzt auch nicht ein Spiel, was super hohe Anforderungen hat, muss man dazu sagen. Und wenn ihr ein AAA-Spiel habt, dann werdet ihr das nicht spielen können. Selbst wenn es mit der 4090 nicht geht, dann wird es auch mit der 7900 XTX nicht gehen. Wie gesagt, die Karte wird leistungstechnisch darunter sein. AMD peilt auch gar nicht die Leistung der 4090 an. Ansonsten schauen wir uns auch gerade nochmal an, wie das Ganze mit Raytracing aussieht. Hier sehen wir auch wieder, dass FSR hervorgehoben wird. Und ja, wenn wir uns da mal anschauen, wie das Ganze ohne FSR wäre, dann wäre es natürlich deutlich niedriger. Aber am Ende des Tages bleibt einfach nur zu sagen, wir müssen einfach abwarten. Weil die ganzen internen Benchmarks, naja, die können halt viel versprechen. Der Preis ist wirklich super, zumindest scheint so. Wir müssen ja auch mal abwarten, was die Straßenpreise sagen. Wenn die Karten nicht gut verfügbar sein werden, dann gehen die Preise wieder hoch. Ihr kennt das Spiel. Aber wie ich im Stream schon gesagt habe, selbst wenn die Preise bei 1400 Euro landen, wären wir immer noch unter einer 40, 80, 16 GB zumindest. Aktueller Stand, wer weiß, ob Nvidia da noch was ändert, müssen wir mal gucken. Und mein letzter Kenntnisstand ist auch, zumindest gibt es Gerüchte, dass mittlerweile ziemlich viele GPUs ausgeliefert wurden, also zumindest AD102, also RTX 4090 und dementsprechend könnte es schon sein, dass die Preise sinken, sobald die Verfügbarkeit besser wird. Man weiß ja auch gar nicht, ob da irgendwas zurückgehalten wird, um die Preise hochzuhalten. Ich denke aber, AMD wird diesen Weg nicht gehen. Und man sieht es ja auch aktuell schon an den Preisen der älteren Karten, also der 6000er, dass die schon runterfallen. Eine 6150 XT kommt ja unter 800 Euro teilweise, auch ein bisschen niedriger. Und die 6900 XT, die habe ich schon bei 700 Euro gesehen oder darunter und dementsprechend, ja. Am Ende des Tages warten wir einfach mal ab, was am 13. Dezember so kommt. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich würde mir selbst auch eine 7900 XTX holen. Beziehungsweise ich plane vielleicht auch eine zu holen, muss ich mal gucken, was die Finanzen so sagen. Die 4090 war teuer genug, um das Ganze zu testen, aber
Der Christian hat ja auch schon angeboten, dass er eine Karte kauft und ich die testen kann. Generell für mich kommt sie nicht in Frage, weil ich hier halt auf Nvidia Broadcast zurückgreife, auch wenn es mal hier und da nicht so gut funktioniert, ihr seht es ja. Aber das liegt auch teilweise an der Kamera hier. Und das bietet AMD nicht, auch wenn ich mir dafür eine 3050 holen könnte, aber da müsste ich einen zusätzlichen Rechner bauen. Dementsprechend wird es für mich erstmal nicht in Frage kommen, obwohl es eine gute Alternative wäre, muss ich definitiv so sagen. Und was die neuen Features angeht, bin ich wirklich gespannt, was das Ganze bringt. Vielleicht wird es ja hier und da eine Überraschung geben. Und das soll es von mir auch schon gewesen sein. Ich habe schon genug geredet. Ich bin auf eure Meinung gespannt und bleibt auch gerne noch dran, denn der Roy wird gleich auch noch was zu sagen haben und das Ganze kommt nach dem Auto. Ich sage schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Tobi. Ciao, ciao. So, meine Meinung zur RDNA 3 Generation mit den zwei vorgestellten Grafikkarten ist auf jeden Fall, bin beeindruckt, dass AMD das Spiel nicht mitgegangen ist und tatsächlich den Preis relativ niedrig gehalten hat. Ist ja sogar im Vergleich zur Vorgängergeneration, wenn man jetzt mal die 6900 XT nimmt zum Launch, nicht teurer geworden. Das finde ich schon mal sehr positiv. 24 GB Videospeicher bei der XTX finde ich auch sehr geil. Und dazu kommt noch, wenn man sich das jetzt mal anschaut, AMD hat sich ja mittlerweile positioniert und hat gesagt, das ist kein 4090 Gegner, sondern die 4080 steht da eher im Visier. Und da denke ich, da haben sie sich ganz gut positioniert. A, preislich, weil sie halt auch preislich deutlich unter der 4080 liegt. Und auch von der Leistung her, denke ich, da gut mithalten können wird, mal abgesehen von Raytracing. Das wird wieder so das Einzige sein, wenn es um reine Gaming-Performance geht, wo die RDNA 3-Karten da ein bisschen Probleme haben werden. Rein von dem Feature-Set finde ich auch ganz cool, FSR 3.0. Ich schätze mal, das wird zum Frame-Generation-Feature sein, wie es Nvidia halt auch hat. Sprich, es werden Zwischenframes generiert, mit denen nachher die Bildrate erhöht wird. Ja, schauen wir einfach mal. Dann FSR 3.0 habe ich gerade gesagt. Dann die anderen Features. Dieser Gaming-Mode, der praktisch die Übertaktung, Low-Latency-Mode und alles vereint, das war auch ganz cool. Ja, was halt AMD auch noch so ein bisschen fehlt, ist halt vernünftiges N- und Decoding. Da hätte ich mir halt noch gewünscht, dass man da vielleicht ein bisschen was noch rausholen kann aus den Karten, wenn es um reine Produktivität geht. Aber müssen wir mal gucken. Vielleicht steckt ja mehr drin, als wir jetzt wissen. Ansonsten, wie gesagt, $999 für eine 24 GB Karte mit dem Feature-Set. Und ich denke, das Ende der Fahnenstange ist noch nicht erreicht, weil ich schätze, es wird einige Bordpartner geben, die die Karte nicht nur mit 350 Watt betreiben wollen, sondern da deutlich mehr durchpumpen. Und dann gucken wir mal, wo das Ende der Performance-Stange tatsächlich liegt. Von dem her, ja, ich bin gespannt auf die ersten Tests. Und ich denke mal fast, ich werde mir eine XTX 7900 XTX holen, weil ich einfach dieses Preisspiel von Nvidia nicht mitmachen werde. Das ist mir einfach zu teuer, ganz ehrlich. Es sei denn, Nvidia kommt jetzt in die Puschen und sagt auf einmal, okay, ja, unsere Karte ist viel zu hoch angesetzt, wir verkaufen die jetzt auch für 999, eine 4080 mit 16 GB, dann wäre ich wiederum eher bei Nvidia. Aber das sehe ich eher nicht. Ja, was ich fast vergessen hätte zu sagen, wenn man die Wahl hat zwischen der 7900 XT und der 7900 XTX, natürlich zur XTX greifen, weil für 100 Euro mehr ist es ein No-Brainer für die Mehrleistung, die man da für die $100 Aufpreis bekommt.